Jesus spricht über das Prüfungsgelände für die Armee Gottes: Gemeinschaft, Ausbildung und Heiligkeit. 26. Oktober 2019. Worte von Jesus an Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann: Ich danke dir, Herr Jesus, dass du klarstellst, was dein Ruf zur Heiligkeit beinhaltet. Heutzutage versuchen so viele, heilige Freundschaften und Gemeinschaften zu bilden, und unsere Herzen werden einfach in die Irre geführt, durch die Romantik, sich an einer Gewohnheit festzuhalten oder Teil einer Gemeinschaft zu sein. Aber in die Tiefe dieser Berufung zu blicken und den Ruf ins tägliche Leben einzubauen, ist für jene, die immer noch in der Welt leben, ein großer Schatz. Die Wahrheit ist, dass jeder dies leben kann, egal wo er oder sie sich gerade befindet. Den Kern des Rufes zu verstehen, ist der Schlüssel. Ich bete für jene, die sich nach heiligen Freundschaften sehnen, dass sie letztendlich finden werden, wonach sie suchen. Amen. Und hier muss ich noch hinzufügen: Es ist wirklich schwer, in einem Umfeld zu leben, wo die Menschen eurem Glauben gegenüber feindlich gesinnt sind. Es ist so schwierig, ich kenne es und habe es jahrelang selbst erlebt. Jesus begann: Meine Lieben, Gemeinschaft ist nicht das, was die meisten Menschen denken. Das heißt, ein Ort, wo eure Bedürfnisse erfüllt werden und es eine Gemeinschaft gibt. Eine Gemeinschaft muss meine Ziele für jedes von euch zur Grundlage haben. So viele haben eine Gemeinschaft aufgebaut, ohne die richtige Führung oder das richtige Mandat und aus den komplett falschen Gründen. In diesen Fällen wird die Gemeinschaft selbst zum Objekt, das geehrt wird, nicht ich. Die Gebäude, das Grundstück, die Besitztümer, die Ausrüstung, all das wird als etwas angesehen, das man anderen zeigen und bewundern kann. Nein, niemals. Jene Dinge sind nur dazu da, um mir zu dienen. Ich bin euer Alles. Alles andere ist nur Müll. Wenn die Menschen anfangen, den Gründer einer Gemeinschaft zu ehren und anzubeten, beeinträchtigen sie die Evangelien, um das schlechte Benehmen jener Person zu entschuldigen. Dann wird die Gemeinschaft zum Götzendienst. Die Führer müssen den gleichen Standard erfüllen wie alle Anhänger. Und in Wahrheit folgt ihr alle mir. Ihr könnt es fühlen, wenn ihr in meinem Willen seid. Ihr werdet tiefen Frieden und die Gewissheit fühlen, dass was auch immer geschieht, alles zu eurer Heiligung dient. Jeder hat etwas zu geben. Aber so viele wissen noch nicht, was das bedeutet. Es gibt also Jahreszeiten, wo ihr geprüft werdet und Fehler macht und Mutter Claires Fokus ist, euch vorzubereiten, um in die Welt hinauszuziehen und die frohe Botschaft zu verbreiten. Es wird aber auch einige lebenslange Mitglieder geben, die von mir ausgewählt wurden, um Seelen zu führen und zu formen. Jede Person ist gleich wichtig, bei jenem angefangen, der Nägel einhämmert, bis zu jenem, der betet und bis zu jenem, der Botschaften von mir empfängt. Jedes von euch wurde mit meinem Blut erkauft. Deshalb tragt ihr alle das gleiche Preisschild. Ich bin hier, um jene anzuweisen, die für einen Dienst vorbereitet werden, damit ihre Gaben zum Vorschein kommen können. Ganz egal, wie verborgen sie auch sein mögen, jene Gaben werden sich in dieser Umgebung entwickeln und von jenen unterstützt werden, die dienen. Mutter Claire ist lediglich eine Dienerin und eine, die ich aufgrund ihrer vielen Schwächen ausgewählt habe. Viele werden sie an Heiligkeit übertreffen, aber sie wird nicht eifersüchtig werden oder sie schlecht behandeln.
Vielmehr wird sie mir helfen, sie in ihre Berufung einzuführen. Hier gibt es Platz für die Gaben von allen. Ich brauche all eure Gaben und an der geistigen Eifersucht wird so lange gearbeitet werden, bis ihr frei seid davon. Fragt Mutter Claire, sie kann euch alles darüber erzählen. Richtig, wir haben dies in der Vergangenheit bereits besprochen. Ich möchte, dass ihr euch alle sicher und erfüllt fühlt bezüglich der Richtung, in die ich euch führe. Und das ist ihre ernste Verantwortung, neben euch zu gehen und euch für den Weg auszubilden, den ihr gehen sollt, solltet ihr vom rechten Weg abweichen. In einer Gemeinschaft lernt ihr die Kunst der Zärtlichkeit, der gegenseitigen Wertschätzung und Geduld, zusätzlich zur Entwicklung und Förderung eurer Gaben. Herr, hilf mir, ich habe immer noch Schwierigkeiten mit der Geduld. O weh! Es gibt hier kein solches Ding wie Rivalität, da Gerechtigkeit in die Luft geatmet wird, während mein Geist bei jenen verweilt, die einmütig sind und jede Seele als besser ansehen als sich selbst. Auf diese Weise seid ihr frei, Seelen aufzubauen, anstatt sie auf eine tiefere Ebene hinunterzureißen, weil ihr eifersüchtig seid und nach ihren Fehlern sucht, um sie herabzustufen. Dies ist nicht die Welt, meine Schätze, dies ist eine Vorbereitung für den Himmel. Und wenn ihr es einmal geschafft habt, dass diese fleischlichen Gewohnheiten sich eurem Geist beugen und ihr sie aus eurem Leben verbannt habt, werdet ihr großen Frieden und Glück finden und ihr werdet bereit sein, andere zu unterrichten. Aber meine lieben Seelen, versteht, dass Sünde und falsche Einstellungen entdeckt werden. Es könnten sehr schmerzhafte Dinge sein, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie überhaupt hattet. Oder Dinge, die ihr versteckt, mit denen ihr euch nicht befassen wolltet. Aber sie werden von meinem Geist enthüllt werden, damit ihr geheilt werden könnt. Meine Lieben, wenn ihr nicht bereit seid, euch selbst zu überwinden und hart an euch zu arbeiten, manchmal Entbehrungen zu ertragen, sogar die Kälte, oder nicht duschen zu können oder zu essen, was auf den Tisch kommt, und ohne äußere Unterhaltungen zu leben, wenn ihr nicht bereit seid, euren eigenen Willen aufzugeben und meinen anzunehmen, dann ist dies nicht der richtige Ort für euch. Jene, die sich nicht zum Besseren verändern und von Herzen miteinander auskommen, werden gehen. Dies ist wirklich ein Prüfungsgelände für die Armee Gottes und eine Vorbereitung, um meine Leute durch eine Zeit unübertroffener Prüfungen und Chaos führen zu können. Hier werdet ihr vor die Wahl gestellt werden, euch selbst zu dienen oder euch selbst sterben zu lassen und anderen zu dienen. Jeden einzelnen Tag. Aber wenn ihr erkennt, dass meinem Bild ähnlicher zu werden nicht eurem Verlangen entspricht, dann bitte findet einen anderen Ort, wo sie nachlässiger sind und wo das Sterben eures eigenen Ich und eurer eigenen Meinungen nicht von euch verlangt wird. Und ich werde bei euch sein, um euch mit meiner Gnade aufwärts zu führen an euer heiliges Ziel. Ich segne euch jetzt mit der Einsicht in eure eigenen wahren Motive, ihr Lieben, damit ihr eine gute Entscheidung treffen könnt. Meine Leute, das Letzte, was ich euch sagen möchte, ist, dass jener Ort süß ist. Nächstenliebe ist reichlich vorhanden und vielleicht werdet ihr ein einziges Mal in eurem Leben eine Gruppe Menschen finden, die an euch und diese Vision glauben. Ich weiß, dass ihr alle Verfolgung ertragen habt von euren Verwandten, aufgrund dessen, was auf diesem Kanal gelehrt wurde.
aber dies ist ein Ort der Freiheit, wo die Auswirkungen, die meine Botschaften auf euer Leben gehabt haben, diskutiert werden können. Und die Wiederherstellung der Urkirche, die tief in mein Herz eingraviert ist. Denn ich habe euch Hilfe übermittelt, um den Himmel zu erlangen. Hilfen, die eurem Leben entzogen wurden, und dies betrübt mich zutiefst. Diese Hilfen wurden in den Heiligen Schriften niedergeschrieben. Aber so viele nehmen sich nicht die Zeit, sie zu prüfen. Sie folgen lieber den Traditionen der Menschen, den Traditionen ihrer Konfession, und sie hinterfragen jene Traditionen in keiner Weise, ob sie in der Schrift so existieren. Und diese Gemeinschaft hat viele Grenzen überschritten. Die Grenzen eines religiösen Geistes, die Grenzen der Konfessionen und Nichtkonfessionen. Sie hat einen Ort erreicht, der die ursprüngliche Reinheit jener Kirche widerspiegelt, die ich gegründet habe. Und an diesem Ort werdet ihr die Freiheit finden, jene Dinge in einem neuen Licht zu erforschen und diskutieren, die in der Schrift niedergeschrieben sind. Ich segne euch jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich bete um eine größere Anteilgabe meines Geistes in eure Herzen, um euren Verstand zu öffnen, um die Wahrheit auf einer tieferen Ebene zu empfangen und um es zu beweisen, denn ich bin mit euch. Ich wünsche mir, euch meine auserlesensten Gaben zu geben.